Genau. Ich war immer noch so unterwegs. Mach mal nicht weg. So. Diese eine Map erkunde ich noch und dann gucke ich mal. Ich glaube, dann gehe ich noch mal zur Feuerweinbrücke zurück. Und dann endlich in diesen Wald, wo ich storymäßig weiterkommen sollte. Dann sollte mein Trupp stark genug sein. Ja, Wochenends ist bei dir halt aktuell nicht mehr so doll mit Streamen. Ja, aber dann den ein oder anderen Mittwochabend nach der Raid-Stunde für so 3 Stündchen. Das kriegen wir schon irgendwie unter. Ich wollte nicht ziehen, ich wollte, dass ihr dahin lauft. So. Huch! Kam ich nicht gerade von da? Ja, okay. Das sind nur Wölfe. Ihr habt keinen Vampir-Wolf-Kollegen dabei, oder? Sieht nicht danach aus. Okay. Ist nicht einer gerade hier unten verschwunden? Wo ist denn der jetzt hin? Ist ja noch nichts Aufregendes hier. Jo, alles gut. Danke dir für deinen Lurk. Und hab, soweit es für dich möglich ist, ein schönes Wochenende. Mal gucken, wie weit ich hier komme. So. Keine Pelze? Ja, dann halt nicht. Ah, ich wusste doch, da ist doch einer abgehauen. Der hat versucht, sich zu verstecken, da. Speichern nicht vergessen. Immer wieder speichern darf ich nicht vergessen. Nicht, dass ich wieder in irgendwas reinrenne und dann eine Menge wieder nachholen muss, weil ich so tappisch bin. Bisher habe ich keine Ahnung, was mich hier jetzt noch erwartet. Ob ich hier nochmal auf solche Mehrvolk treffe vielleicht oder so. Keine Ahnung. Was haben wir da? Ein Schreckenswolf. Der ist jetzt auch nicht unbedingt so gefährlich. Nicht mehr. Also supporten oder heilen muss ich gerade niemanden. Noch nicht. Auch wenn meine Nahkämpfer ein bisschen was abkriegen. Ja, wir geistern jetzt hier weiter an der Küste rum. Also wirklich was Besonderes passiert hier gerade nicht. Als ich die Wölfe gekillt habe, sollte ich mal speichern. Was haben wir da? Ui, wow. Moment, habe ich die nicht gesucht? Habe ich die Halboger gefunden, die ich die ganze Zeit suchen muss? Halboger und ein Ukrelon. Hey! Und ich dachte, die Quest wäre verbuggt oder so. Die bringen noch ein bisschen Freunde mit. Ich glaube, ich hau mal ein bisschen Segen rein. Na, Pause. So, wollte ich.
Sterbt, ihr quietenden Ratten. Sympathisch. Danke, der Herr. Meine Nahkämpfer, vor allem Adjantes, kriegen gerade gut was ab. So. Ein Halb-Oger ist weg. Wir haben Buff. Und Adjantes kriegt ganz schön auf die Fresse. Ich glaube, wir helfen mal ein bisschen nach. Ja. Wo ist denn der Ukrelon hin? Er gibt mir die Namen nicht. Ach, ich erkenne doch so jetzt nicht, wer es ist. Ja, mein Mädel ist auf dem Weg. Auf jeden Fall ist gerade wieder einer von den Gegnern weg. Also sie hatte die Aufgabe zu heilen. Ist die Frage, hat sie es jetzt gemacht? Ja, es ist einer weniger geworden. Oder auch nicht. Oh, da kommt noch wer. Hey, da. So. Madame, ich glaube, wir könnten ein bisschen mehr Feuerpower gebrauchen. Shit, Adjantes hat's umgehauen. Okay. Ich habe die Halboger gefunden, so wie es aussieht. Na dann. Jetzt geht der Sneak. Wir sollten vielleicht nicht die ganze Gruppe triggern. Wie ihr wünscht. So. Du machst auf jeden Fall wieder den Gesangboost. Wir sollten nicht die ganze Gruppe triggern. Sing. Ein bisschen da vorne auf die Nahkämpfer. Ja. Sehr gut. Sehr viel Erfahrung sind die nicht wert. Oh, aber den Loot, den nehme ich gerne. Ne, der Kampf ist noch nicht vorbei. Zählt noch nicht als vorbei. Jetzt. Okay, das war schon mal ein Teil der Gruppe. Aber da sind noch mehr. Ja, da kommt nämlich der Berserker. Da hinten ist noch ein Berserker und der Ukrelon. Was? Wie? Ja, dann nimm deine Reservekugeln. Du hast doch noch mehr im Gepäck. Oh. Minsk, du siehst nicht gut aus. Komm mal ein Stück rüber. So. Damit sie es nicht so weit hat, um dich zu heilen. Wer ist gefährlicher, der Berserker oder der Ukrelon? Okay, der Berserker. Weil der Ukrelon hat nicht lange gelebt. Der hält ein bisschen mehr aus. Wow, das ging schnell. Okay, der hat aber auch gut Schaden gemacht. Okay, der Berserker ist gefährlich. Wie ihr wünscht. Mehr Kiten. Okay. Dankeschön.
Sneaky hält nicht mehr viel aus. Sneaky hält nicht mehr viel aus. Heilen wir sie mal kurz. So. Wenn ich das richtig gesehen habe. Sollte sie nicht mehr schwer verletzt sein. Wie ihr wünscht. Oder kann ich mein totem Tier nicht heilen? Dann habe ich jetzt eine Heilung verschwendet. Na gut. Oh, da hinten. Oh, die haben ja noch mehr Freunde. Aber wenn ich richtig gesehen habe, ist das nur noch mein Ogrillon. Okay, scheinbar kann ich meine Schlange nicht heilen. Das ist doof. Wow, das tut weh. Das ist der Berserker, gell? Ein Schild von Tempus. Huch, nein. Da will ich hin. Kümmert euch um die Heilung der Nahkämpfer. Ja, ja, ja. Was steht da noch? Ein Ogrillon, oder? Ich bekomme das Angriffsding nicht. Ah. Da. Ja, ein Ogrillon. Wow, die haben sie in sich. Die hauen rein, die Jungs. Ach, du meine Güte. Du kannst auch heilen. So. Zwar nicht so viel, aber immerhin. Wie lautet Ihr Befehl? Nicht zu weit. Also. Einmal alle wieder flott machen. Ich bin mir nämlich noch nicht so ganz sicher, ob die Gruppe damit jetzt alle weg sind. Was habe ich eigentlich hier drin bei ihr? Ach, da ist der Hammer drin. Stimmt. Ich will noch nicht rasten. So, ist der Trupp damit jetzt tot? Oder geistert da noch einer rum? Ein NPC, der mit mir reden möchte. Und da ist noch einer. Ich rede gleich mit dir. Einen Moment. Wir müssen erst den Ogre hier umhauen. Hallo, wer bist du denn? Es scheint, ihr Reisenden braucht Hilfe. Ein Glück, dass ich euch gefunden habe. Wir sind jetzt gerade alleine zurückgekommen, aber wenn du meinst. Ich begegne nicht oft Reisenden in diesem Teil der Wildnis. Wenn ihr wollt, kann ich euch heilen. Ich verfüge über die benötigten Kenntnisse. Wir würden das sehr begrüßen. Kannst du uns auch sagen, wer du bist? Ich bin ein Bader. Ich habe mich der Heilkunst verschrieben, um wieder gut zu machen, was ich in der Vergangenheit getan habe. Viele sind wegen einem törichten Akt der Nächstenliebe meinerseits gestorben. Ich habe einen Bruder, einen bösen Mann mit dem Namen Daveoron. Daveoron. Oh Gott, was ist das für ein... Er lebt, weil ich unfähig war, ihn zu töten, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Viele sind durch seine Hand gestorben, auch unser Vater. Ich habe gehört, dass er in diese Gegend gekommen ist und hoffe, ihn eines Tages zu treffen, um meinen früheren Fehler zu korrigieren. Ihr scheint Abenteurer zu sein. Vielleicht kommt es ja dazu, dass ihr gegen meinen Bruder kämpft. Möglicherweise ist das aber nur Wunschdenken meinerseits. Doch nehmt das. Es wird euch im Kampf gegen
Anwender. Es hilft euch im Kampf gegen Anwender von Zaubern. Die Gruppe hat einen Gegenstand. Oh, Magiewiderstandstrank. Dankeschön. Und dann macht er einmal Gruppenheal. Ja, er heilt jeden Angeschlagenen. Hey, das ist ja nett. Danke, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und da zieht er von dannen. Es ist aber die Frage, waren das die Halboger, die ich noch gesucht habe oder nicht? Ich habe welche gekillt. Falsches Menü, falsches Menü. Wo waren Quests? Tagebuch eigentlich. Genau. Halboger bei Juwerigost. Nee, dann würde hier eventuell stehen, dass ich zu ihm zurück soll. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich kann ihn ja mal aufsuchen. Und mit ihm reden. Wenn ich das hier fertig erkundet habe. Was ist das wieder angegangen? Es ist zwar nett, das zu wissen, aber... Wenn ich so auf die Karte gucke, finde ich das eher lästig. Wer bist du denn? Eine Meerjungfrau? Moment. Was machst du überhaupt außerhalb vom Wasser, wenn du eine Meerjungfrau bist? Ich bin ganz allein in diesem gottverlassenen Trockenland und wer weiß, was sich in diesen Wäldern alles herumtreibt, ja. Wir werden dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Darf ich euch zum Zeichen meiner... bei Küssen von Meerjungfrauen wäre ich vorsichtig. Ich rieche eine Falle. So leid es mir tut, ich muss darauf bestehen. Habe ich nicht gesagt. Sie hat mir einfach Argentis abgemurkst. Habt ihr das gesehen? Die hat mir einfach Argentis ge... Das war ein Todesguss. Nee, Madame. Hätte ja sein können, dass du wirklich vor irgendwas Hilfe brauchst und den Weg wieder zurück ins Wasser finden willst oder so. Aber wenn du mir hier mit einem Todeskurs kommst, bin ich nicht so happy. Ihr helft mir doch gerne nicht. Ich bin ganz allein in dieser Wüste. Und wer weiß, was in dieser... Und da will sie wieder einen Kuss, okay. Was passiert, wenn ich es stattdessen nicht ablehne? Kriege ich dann einen Segen? Ich glaube nicht. Es ist immer ein Todeskuss, oder? Oh, er überlebt mit einem Punkt. Er überlebt mit einem Punkt und er ist müde. Wenn ich das richtig sehe, wenn ich das richtig im Kopf habe, war dieses Zeichen Ermüdung. Und die Gute ist zum Feind geworden. Aha. Es kann nicht angehen, dass ich dafür sterben muss. Zwar sind es meine Taten, doch war die Absicht nicht die meine. Ich muss tun, was mein Herr mir gebietet. Dann erklär dich mal. Normalerweise wäre ich niemals hergekommen, aber der Oger Drott hat mein Schultertuch an sich gerissen. Er hat absolute Befehlsgewalt über mein Innerstes und ich muss ihm gehorchen. Ich habe meinen Schabernack mit euch getrieben, doch das ist jetzt vorbei. Ich habe nicht den Wunsch, euch weiteren Schaden zuzufügen. Doch wenn er es verlangt, muss ich es tun. Und wenn wir dein Tuch von dem Oger zurückerobern, kann sie wieder zurück ins Wasser?
Wir können dich aus seinen Klauen befreien. Oder dich killen. Wir könnten dir natürlich helfen. Das klingt wie die Märchen von den Selkies. Die Seerobbenfrauen. Die kommen aus dem Wasser, legen ihr Seerobbenfell ab und sehen dann aus wie Menschen. Können auch wie Menschen unter den Menschen wandeln, müssen aber, wenn sie wieder nach Hause wollen, sich ihr Robbenfell wieder anziehen. Vielleicht sowas in der Art. Was soll das bedeuten, Scheu? Wieso habt ihr die kleinen Schweinchen nicht erledigt? Sie hat ihn hergerufen. Okay. Es wäre schön gewesen, wenn ich vorher noch eine Chance gehabt hätte, meinen Paladin zu heilen, aber okay. Dort ist sauer. Es ist nicht meine Schuld, sie sind stärker als ich. Ach. Wir töten sie. Fleisch in die Speisekammer ist Gold in dem Beutel. Mit welchem Recht hältst du dieses Wesen gefangen? Gib ihr zurück, was ihr rechtmäßig gehört. Wir wollen eigentlich nur in Frieden hier durch die Gegend ziehen. Lass uns gehen und niemand wird Schaden nehmen. Nee, ich bin schon dafür, dass sie ihr Tuch zurückbekommt. Da fehlen Buchstaben. Hat sie euch das erzählt? Ihr seid ihr ganz schön... Ihr ganz schön was auf die Rübe gegeben, dass sie so verwirrt. Die Sätze mal... Da fehlen Buchstaben. Da fehlen Worte. Ist wahr, ich hab ihr Schultertuch, doch Wasserkind, mein Weibchen, ich der Ogre Magus Druck. Trott. Alle Welt beneidet mich darum. Ich töte gut. Kann natürlich auch sein, dass es eine Art Sprachfehler des Ogers ist. Ein Schild von Tempus. Dass das so zählt. Du gehst mal vielleicht ein Stück erst mal weg. Bevor da was passiert. Weil der legt gleich los. Wehrt er sich nicht? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade sehr verwirrt. Da, er zaubert doch irgendwas. Er zaubert doch irgendwas. Was hat er vor? Der bereitet gerade irgendeinen Zauber vor. Steht aber nicht dabei, was. Noch nicht. Magisches Geschoss. Ja, okay. Tat nicht wirklich weh. Okay, er kriegt doch mehr auf die Nase von mir. Er ist ein Ogre. Hält dadurch ein bisschen was aus, aber er ist trotzdem ein Magier. Magier sind nicht ganz so stark. Okay. Argentis hat's umgehauen. Der ist jetzt eingeschlafen. Wie würde ich gerne. Ach Gott. Rettungswürfe gegen Tod. Was macht der Kerl? Was? Wieso Rettungswurf gegen Tod?
Aufkommen, ihr habt ihn gleich. Meine Güte, bevor sie seinen nächsten Zauber fertig hat. Ich möchte nämlich nie wissen, was das ist. Warum ist denn die KI an? Das wollte ich gar nicht. Und nu? Bei den Wassern meiner Heimat, ich bin wieder frei. Verzeiht mir, wenn ich mich so gleich entferne, doch ich will keinen Augenblick mehr auf diesem schrecklichen harten Land verweilen. Kann ich dir glauben, ja. Nicht, dass nochmal so ein Ogre-Typ vorbeikommt und dich hier festhält. Es war ein amüsantes Spiel, aber jetzt bin ich seiner überdrüssig. Ich danke euch vielmals. Ja, gern geschehen. Bye, bye. Höchste Erfahrung. Aber ich fürchte, jetzt muss meine Gruppe rasten. Denn wenn der Junt ist, der schläft sowieso schon. Damit er wieder auf die Beine kommt. Und ich habe eh eine Menge Sachen verbraucht, daher. So, jetzt sind alle wieder fit. Kampfmusik, du kannst bitte aufhören. Danke. Da war kein Hinterhalt beim Rasten. Und das andere war jetzt gerade schon erledigt. Was war das denn gerade? Da, ich habe einer Meerjungfrau geholfen, wieder nach Hause zurückzugehen. Habe ich doch schon irgendwas erreicht heute. Habe extra Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Oh, hallo, Moment. Was haben wir denn da? Gibt es da irgendwas einzusammeln? Oder ist das nur zu gucken? Nicht nur, um einmal da außen rumzulaufen. Naja, okay. Was haben wir hier? Ist das jetzt eine Sackgasse? Sieht so ganz danach aus. Ja, gut. Dann muss ich wohl dahin zurück. Was? Ich bin gerade von da gekommen. Wo bist denn du hergekommen? Was hast du vor? Bleib den anderen weg. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt gerade herkam. Er war hinter meinem Rücken gespawnt und... Oder ist er nach dem Rasten hier irgendwo gespawnt und mir dann hinterhergelaufen? Was war das gerade? Es fehlt jemand. Nein! Minsk! Minsk steckt fest. Ach, Personen halten. Jetzt hat's jetzt hat's nachgelassen. Gut. Dann komm mal hinterher. So. Dann bringen wir die Sache mal in Ruhe. Ach, stimmt, die konnten ja Personen festhalten. Die Schrecken. Gut, dass es aber schon wieder vorbei ist. So. Okay, jetzt sind wir da alle zusammen. Okay. 9 NPC. Arkant der Verrückte.
Oh gut, ich weiß nicht, ob ich mit ihm reden möchte. Wer du bist, ich weiß es nicht. Ja, ich mag euch, ja, ich mag euch sehr. Ich sag euch was, dann mögt ihr mich noch mehr. Unten am Wasser, ja, dort am Meer liegt ein Piratenschiff, das ist nicht leer. Bringt mir, was drin ist, aber zieht es nicht an, sonst passiert mit euch was, wofür ich nichts kann. Spricht er von einer verfluchten Rüstung? Mit Helms Segen. Unter dem Gürtel der Geschlechtsumwandlung. Was ist das? Ugh. Zwei davon. Aber die halten nicht viel aus. Oh, sie sind aber eine Menge Punkte wert dafür, dass die nicht viel aushalten. Ist das besagte... Dass das besagte Piratenschiff... Oh, nochmal Personen halten. Sie halten nicht viel aus, aber sie können diesen Kackzauber. Der ist nervig. Praktisch, wenn man ihn selber kann, aber ja. Nervig, wenn man ihn abbekommt. Jetzt muss ich kurz warten, bis der wieder abgelaufen ist. Okay. Ist das das Schiff, von dem er gerade gesprochen hat, ja? Nee, es ist ein magischer Ring. Interesting. Ich möchte aber wissen, was er meint. Was dann passiert. Ist nur die Frage, wer kann den identifizieren? Gepäck voll. Aber hatte ich bei dir... Nee, falsches Zauberbuch. Hatte ich bei dir nicht identifizieren eingeprägt? Oder war das bei jemand anderen? Nee, du kannst noch keine Stufe. Mal die Pannen. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf welcher Stufe der Zauber eigentlich ist. Hust. Der Identifizierer. Ah ne, ist in Stufe 1. Ja, okay. Aber ich habe ihn nicht eingeprägt. Habe ich eine Rolle? Nein. Gerade nicht. Also rauszufinden, was der Ring macht, müsste ich ihn kurz anlegen. Die Frage, ja. Ich bin mal neugierig. Ich habe extra gespeichert. Und nun? Was ist passiert? Er ist verflucht. Ach gut, oh gut. Okay. Minsk ist verdummt. Alles klar. Ich kann auf das Inventar nicht mehr zugreifen. Um ihn abzulegen. Okay. Ja, der Ring zieht Intelligenz und Weisheit ab. Und ich kann ihn nicht ablegen. Du kannst ihn gerne haben, bitteschön.
Er schenkt mir einen Trank dafür, dass ich ihm den Ring gebracht habe. Was denn? Ah, Brandöl. Okay. Wir haben den verfluchten Ring dafür hergegeben und ein bisschen extra Erfahrung. Ja, warum nicht? Dafür, dass ich einen verfluchten Ring abgegeben habe, bin ich damit einverstanden. Ich sehe schon, die Party erreicht irgendwo so mit Game Max Level. Ganzen extra Punkten, die ich sammle. Okay, da unten geht es schon noch weiter. Aber nur noch bis da, weil da ist ja auch die Küste, ne? Huch! Hallo, Wolfi. Bringst du noch ein paar Freunde mit? Aber natürlich bringst du ein paar Freunde mit. So. Ein Wolfi kommt selten allein. So. Wölfen habe ich keine Angst. Ein paar Winterwolfpelze hätte ich gerne mal wieder. Aber wie die spawnen, kann ich nicht beeinflussen. So, hier ist sonst nichts. Einfach nur so ein Rundgang. Ja, dann muss ich wieder da hochgehen. Aber gut. Jedes Stück Karte aufdecken. Einige NPCs hier getroffen. 3 Stück. Der Typi, der mich heilt. Die Meerjungfrau, die jetzt wieder nach Hause gegangen ist. Und der Verrückte da mit seinem Ring. Nanu? Ein Ghoul. 2 Ghoul, 3 Ghoul. Der erste ist schon down, bevor meine Nahkämpfer dran sind. Au. Oh, ist jemand aufgestiegen? Das habe ich gehört. Da hat jemand ein Level Up. Oh, ein bisschen Zeug. Kein Platz. Ja, gut, Moment. Klunker zu Dieben. So. Bidi 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 bidi. Gott, ich habe so viel Tränke. Ist die jetzt auch voll? Ah, nee, oder? Ja, sie ist voll. Das kann sich aber, glaube ich, stapeln. Nee, ich dachte, das hätten wir da schon mal drin. Das passt noch rein. Magiestab. Eine Menge anderes Zeug. Dir gehen Pfeile aus. Das macht aber nichts. Ja, müssen wir wohl ein paar Sachen jetzt umlagern. Achso, das geht jetzt natürlich nicht. So. Damit sie wieder Pfeile nutzen kann. So. Du hast noch Kugeln, du hast noch Kugeln. Du hast noch genug Kugeln. Hattest du nicht einen Stab plus 1? Wo ist der hin? Wieso ist der hier? Ach so. Ach ja, das war's. Genau, weil ich deppel.
Ja, aber es geht nicht. Da war was. Rollen haben kein Gewicht. Dann kriegt sie jetzt Schriftrollen. So. Nee, doch, die haben zusammen irgendwie schon Gewicht. Da steht kein Gewicht. Nee, das ist die Kette. Entschuldigung, das ist die Kette von ihr. So, jetzt habe ich's. Dann kriegst du das. So. Ja, ich bräuchte dringend irgendwas, das die Stärke erhöht. Ziemlich dringend. So, mein Lieber, steigst du meine Stufe auf? Keine Punkte. Och, und, ja, gut. Aber mehr HP, das ist gut. Okay. So, jetzt kann ich das mitnehmen. Da wollte ich eigentlich hin. Erstes Level up für heute. Yay, was bist du denn? Ja, ein Kobold. Hast du Freunde mitgebracht? Komm. Bist doch niemals alleine. Danke, dass du mir meinen Pfeilvorrat wieder auffüllst. Hast du echt alleine hier rumgestanden? Oh, Sirenen. Shit. Die haben es schon bemerkt. Ach, verdammt, die hat sich unsichtbar gemacht. Gut, lieber unsichtbar statt betören. Wenn die nämlich mit betören anfangen, habe ich gleich wieder ein Problem. Das war auf jeden Fall ein Geschoss. Geschosse kann ich auch. Mal vorsichtshalber. Weil die Damen sind nicht ohne. Nein, verdammt. Ist verwirrt. Sie haben sie beide übernommen. Sie haben beide Nahkämpfe übernommen. Aha. Ich habe eine der Sirenen gekillt. Aber nur eine. Wenn sie meine stärksten Kämpfe übernehmen, habe ich ein Problem. Wie moin, du alte Pessimistin. Okay, hier muss ich jetzt aufpassen. Wie viele standen da? Drei, gell? Die sind gut XP wert, deswegen würde ich mich schon gerne mit denen anlegen. Die hat sich unsichtbar gemacht. Das war magisches. Nein, das war nicht magisches Geschoss. Das war betören. Beziehungsweise Verschreckenszauber. Ah. Okay. Jungs. Voll Fernkampf. Ist das gleich tot? Schießt sie tot, bevor sie euch bekehrt? Shit. Ich muss Magie bannen. Magie bannen, Magie bannen, Magie bannen. Müsst ihr sie dabei unterbrechen? Das ist doch... Nee, du musst erstmal das Gift verlangsamen. Das war das hier. Den Rest bitte weiter schön draufballern.
Ja, du kannst auch mal ein Geschoss machen. Der nächste ist betört. Das ist schwierig. Mein Trupp so am Leben zu halten. Macht mehr Autsch. Komm schon, Magiban. Noch eine ist tot. Sehr gut. Komm schon, Magibanen. Oh mein Gott. Sie leben noch. Sie leben noch. Auf dich selbst. Ich weiß, dass da noch eine steht. Und dass die mich wahrscheinlich gleich anvisiert. Das Problem ist, sie kann sich selbst das Gift nicht aufheben. Wenn sie vergiftet ist. Ja. Heil einfach gegen. Gift ging, glaube ich, mit der Zeit weg. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Na, ich finde das kacke, dass Zaubern immer unterbrochen wird. Wenn Gift wirkt. Ja, da ist es gerade. Bei ihr verschwunden. Das war die letzte Sirene. Hoffe ich. Da, 2000 Punkte. Bitteschön. Das Gift ist aufgehoben. Boah, mein Trupp ist ordentlich angedetscht. Autsch. Ziemlich angeditscht. Kann das leider nur einmal. Okay. Ich hoffe, da liegt jetzt nicht noch eine mehr. Da steht nicht noch eine mehr. So rum. Wenn sie liegt, ist sie tot. Nee, das waren alle. Okay. Die Damen sind gefährlich. Das haben wir ja schon festgestellt das letzte Mal. Aber 2000 Erfahrung pro. Das ist schon nicht schlecht. Wir folgen dem rechten Pfad, dem Pfad von Helm.
Huch, ich konnte noch ganz fix schnell speichern. Was ist denn jetzt passiert? Ist der Kobold doch noch da? Jetzt nicht mehr. Ich dachte, er hat sich's anders überlegt. Na gut. Freunde hat er mitgebracht. Einen Freund hat er mitgebracht. Dies war's jetzt, ne? Ich bin fertig hier. Ein Piratenschiff fahr ich. Wie sieht's denn da aus? Kann man da noch rein? Nee. Das ist abgeschlossenes Gebiet. Da kommt man nicht hin. Na gut, ich glaube, dann ist das hier fertig. Hat sich doch gelohnt. Raste ich erst oder reise ich weiter und raste dann? Ja, für den Fall, dass wir auf der Reise überrascht werden, werde ich jetzt schnell rasten. So, dann ist nämlich alle wieder aufgefrischt. Gut, dann bin ich an dem Abschnitt fertig. Und ich habe immer noch keine Ahnung, ob das jetzt die Heilburger waren oder nicht.